Lutze ist super, das ist Heimat. Zwei schöne Plätze hier, schön im Wald, wenig Leute hier. Hast deine Ruhe, kannst hier vernünftig trainieren, super Qualität. Also das findet man nur ganz, ganz selten, vor allen Dingen auf dem Dorf. Also das ist super. Weil ich spiele Tennis, seit ich 8 Jahre alt bin. Habe hier in der Region angefangen und davor habe ich ein bisschen Badminton gespielt. Und deswegen war Tennis gar nicht so weit weg vom Badminton. Am Anfang habe ich, glaube ich, 1-2 Mal in der Woche angefangen. Meistens auch Gruppentraining. Als man dann ein bisschen besser wurde, dann hat man angefangen, mal öfter auch alleine zu trainieren. 3-4 Mal die Woche. Das hat sich dann immer gesteigert und ich glaube, maximal habe ich ja 4-5 Mal die Woche trainiert, wenn man dann jugendlich war, 14, 15. Ja. Mein höchstes Ranking war irgendwas in die 400 in Deutschland. Damit bin ich dann auch rüber nach Amerika, um dort College-Tennis zu spielen. Das mache ich bis jetzt immer noch. Ein Jahr habe ich noch und dann bin ich fertig und dann will ich hier in Deutschland auch nochmal angreifen und vielleicht nochmal die 200, 300 ins Visier nehmen.